Was für ein Tag heute. Ich bin echt geflasht und ein bisschen ja, bereit jetzt für ein Glas Wein bei dem Afterwork-Party. Aber bevor es dahin geht, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben heute gesprochen mit Herrn Wurzer vom IKV und zwar über den österreichischen Markt und die Situation von Composites in Österreich. Dazu gibt es ein langes Video, das ich demnächst veröffentlichen werde. Und ja, ihr werdet sehen, dass in Österreich die Bedingungen ja auch nicht viel anders sind als sonst wo. Also bleibt da dran und schaut euch das an. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier meine Notizen durchgehen. Dann hatten wir die Startup Booster und zwar die Carbo Refit und zwar die Juliana Wagner, sie ist technische Leiterin. Ja, mit einem DEBT freigegebenen Material hat sie es praktisch hier in die Pitches geschafft, ist eine der Finalistinnen. So, dann haben wir als nächstes Jonas Bernhard, er ist auch der technische Leiter. Dann geht es also um Wasserstoffpipes, die 100% recycelbar sind und zwar zu 50% günstigeren Kosten als die Stahlproduktion. Was haben wir als nächstes im Startup Booster? Moritz Reiners, er ist Co-Founder und CEO von Carbon Fiber Parts, die ja auch recycelbar sind und in ihrem zweiten Leben eine 5- oder 4-mal höhere Performance haben. Dann haben wir den Maximilian Funk, er ist CEO Plast Performance oder Plastformance heißt die Firma und da geht es um innovative Compounds. Ja, die zum Beispiel, die Lösungen werden sogar in Brennstoffzellen eingesetzt. Und last but not least hat Günter Meyer, CTO, ein Non-Destructive Testing vorgestellt. Und tralalala, wer war der Finalist und die Gewinner sind die Firma Carbo Refit. Die haben also mit ihrem DEPT zugelassenen Material die ganze Sache abgeräumt. Abgesehen davon gab es dann auch die AVK Innovationspreise und die waren so zahlreich, dass ich da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehe, nur so viel, der Marc Fette und Tassilo Witte von CTC, also einer Airbus-Tochter, die haben einen Innovationspreis bekommen und Marc Fette und Tassilo Witte hatte ich dann auch gleich natürlich im Interview. Ja, das war's dann für heute und morgen schauen wir mal, was der morgige Tag bringt an weiteren Highlights. Ich freue mich schon drauf, aber jetzt geht's eben ja, zu einem Absacker in einen Keller.